Und damit willkommen zurück zum 24-Stunden-Rennen bei Le Mans. Wir verfolgen hier Bennett Keefe auf dem 13. Platz, welcher irgendeinen Statisten auf dem 12. Platz überholt. In einem gewagten Manöver sehen wir hier, dass er nun seinen Überholungsversuch startet. Er nutzt den Windschatten, um an irgendeinem Statisten vorbeizufahren und... Einen Moment, ich höre gerade, an der Ziellinie passiert etwas Komisches. Die Nummer 15 soll sich komisch verhalten. Wir schalten mal dahin. Am Steuer Yogi Moto, welcher Runden über die Ziellinie dreht. Können wir mal reinschalten? Ich würde gerne wissen, was da los ist. Yogi Moto, kannst du mich hören? Ja, fremde Stimme in meinem Kopf, das kann ich. Bist du auch der Spirit eines Pharaos, so wie ich? Nein, ich bin ein Sportkommentator und ich würde gerne wissen, was du da machst. Warum fährst du im Kreis über die Ziellinie? Ist doch ganz eindeutig. Ich habe gemerkt, dass der Gegner fiese Tricks verwendet, um in diesem Rennen zu schummeln, aber ich habe beschlossen, mein eigenes Spiel zu spielen. Denn wir haben nie ausgemacht, was genau eine Runde ist. Warum kann es also nicht sein, dass eine Runde auch so aussieht, dass man einfach über die Ziellinie fährt? Yogi, so funktioniert ein Rennen nicht. Du siehst es vielleicht doch nicht, aber ich habe dieses Rennen schon gewonnen. Meine verehrten Zuschauer, wir machen hier eine Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Es sind jetzt 8 Stunden vergangen und die Teams beginnen ihre Fahrer auszuwechseln, da sie langsam müde werden. Wir sehen hier immer noch auf dem letzten Platz die Nummer 15, Yugi Moto, welcher nun auch in die Box fährt, um den Fahrer auszuwechseln, welchen auch Müdigkeitsanzeichen zu zeigen. Sein Auswechselfahrer Joey Wheeler steht bereits vor der Box. Schalten wir mal rein. Joey, jetzt bist du dran. Ich glaube an dich, mein Freund. Oh, danke, Yuke. Ich werd's nicht verbasseln. Mit der Kraft unserer Freundschaft wirst du dieses Rennen gewinnen. Und jetzt los! Joey Wheeler sitzt nun am Steuer der Nummer 15 und verlässt die Box. Ich würde sagen, wir schalten mal wieder ins Feld. Wir sehen hier auf dem ersten Platz Seto Kaiba, welcher ganze 16 Runden in Führung liegt. Der Wagen, den er fährt, ist gegen alle Regeln der Veranstaltung und ist nicht zugelassen. Das einzige Kommentar dazu lautete, Zitat, scheiß auf die Regeln, ich habe Geld. Man kann hier auch sehen, dass, einen Moment, ich höre gerade, es gab einen Unfall. Ich wiederhole, es gab einen Unfall, schalten wir mal dahin. Die Nummer 15 ist gegen die Bande gefahren. Das sieht nicht gut aus. Einen Moment, ich höre gerade, der Fahrer Yugi Moto ist auf der Strecke. Ich wiederhole, er läuft zu Fuß auf der Strecke. Was macht er da? Das ist extrem gefährlich. Er scheint sich auf die Nummer 15 zuzubewegen. Schalten wir mal rein. Joey, geht es dir gut? Es tut mir leid, Yuke. Ich hab's vermasselt. Joey, es ist schon okay. Du hast dein Bestes versucht. Danke für die aufmunternden Worte, Yuke. Und jetzt steig aus dem Wagen, du Vollidiot. Ich würde sagen, wir schalten wieder ins Feld. Wir sehen hier Yusei Fudo, wie er ganz dicht auf den Fersen von Jack Atlas ist. Die beiden Kontrahenten wollten ursprünglich mit Motorrädern an diesem Rennen teilnehmen, die Rennleitung konnte sie aber dann doch überzeugen, auf die Autos umzusteigen. Wir sehen hier auch, dass... Einen Moment, ich höre gerade, das Rennen ist vorbei. Wie soll das bitte gehen, Rennleitung? Wie soll dieses 24-Stunden-Rennen in 8 Stunden vorbei sein? Wir schalten mal auf die Ziellinie, dort sollte der Gewinner bereits warten. Wir sehen hier die Nummer 15 auf der Ziellinie, als Sieger dieser Veranstaltung. Nochmal bitte, wie kann das möglich sein? Wir schalten mal rein. Yugi Moto, wie hast du dieses 24-Stunden-Rennen in 8 Stunden gewonnen? Mit der Kraft der Freundschaft, Bitch.